Hallo, willkommen zum Freitag mit Duni. Ich habe auch ein bisschen geschlafen, so ein Mittagsschlaf nach der Arbeit, so auf der Couch, so für 2 Stunden. Ist sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm, auch wenn meine Mutter mich ständig darauf hingewiesen hat, dass ich schnarche, aber es war schön gewesen. Ja, kommen wir direkt zum Wochenthema. Lesben, Schwule, gemeinsam oder einsam, wisst ihr, was ich meine? Also, wenn ich mich von meinen Vorgängerinnen anschließen müsste, würde ich mich halt durch meine eigene Erfahrung und durch mein Leben und so, wie ich das kennengelernt habe, doch eher der Meinung schließen, mich von Laura und Cassandra an, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit Schwulen irgendwie so nicht so auf einer Wellenlänge stehe, so gesehen. Und zwar, ich habe auch schwule Freunde, die ich auch ganz, ganz, ganz lieb habe und gerne mit ihnen bin. Und wenn ich jetzt auch auf einer Party bin, dann tanze ich auch gern mal mit den Schwulen. Auch wenn ich die gar nicht kenne oder so. Das ergibt sich dann auch einfach. Und auch auf dem CSD habe ich auch mit einigen Schwulen ein bisschen getanzt. Und ja, ich hatte nicht das Gefühl irgendwie, dass man irgendwie nur nebeneinander hergeht, einfach auch, sondern dass man auch gemeinsam. Klar, wenn man sich jetzt so die Internet-Communities anguckt, wie zum Beispiel hier, wie Jen schon gesagt hat, Gay Romeo und auch Lesarion, Lesopia und was es alles gibt, klar ist das getrennt, weil ich melde mich jetzt nicht in einer Community an, um andere schwule Männer kennenzulernen. Genauso wenig melden sich auch schwule Männer an, um andere Lesben kennenzulernen. Nicht? Also, deswegen, ja, ist es eigentlich schon, hat es eigentlich schon so seinen Sinn. So. Was mir halt noch dazu aufgefallen ist, dass fast jede, nicht alle, aber fast jede lesbische Frau, die ich kenne, auch einen mehr oder weniger guten schwulen Freund hat. Weil irgendwie ist das so ein Kontrast, so. Irgendwie finde ich jetzt, dass diese Freundschaften gut passen. Diese Freundschaften, warum passen die Freundschaften gut? Ja, weil wir kämpfen ja auch beide, Schwule wie Lesben, wollen ja die Gleichberechtigung, haben die gleichen Ziele und gleichen Wünsche einfach. Die Homo-Ehe, bessere Chancen, Kinder zu kriegen und überhaupt die ganzen Sachen. Das wollen wir beide. Dafür gehen wir auch alle gemeinsam auf die Straße und sollten miteinander dafür halt kämpfen, weil wir ja irgendwo alle Kinder des Regenbogens sind, nicht? Also, ihr wisst ja, der Storch bringt die Der Storch bringt die Heteros. Und der Flamingo bringt die Homos. Ja. Nee, also ich will mich jetzt auch nicht, also ich weiß auch gar nicht, das meiste wurde eigentlich schon gesagt auch. Wenn ich was sage, dann ist es meist eh nur Wiederholung. Und also meine Meinung ist, dass wir doch trotz all dem uns sehr nahestehen auch. Also das ist meine Meinung, meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich finde, Schwulen, Lesben gehören, sind doch irgendwo together. Also together, ne? Wortspiel. Nein, Gott. Was gibt es sonst noch so zu sagen? Ja. Gut, Ausnahmen gibt's auch. Weil, habe ich auch schon erlebt, dass auch viele homosexuelle Männer zum Beispiel auch, ich sag mal krass, angewidert sind von lesbischen Frauen, besonders auch von den Maskulinen, ist mir auch ein paar Mal aufgefallen. Aber trotzdem, ich denke, ich empfinde es, ich fühle es auch so, dass Lesben und Schwule
doch eine Gemeinschaft sind. Weil irgendwie muss ich ja sagen, dass man das Lesben und Schwule sich doch auf irgendwie auf einer komischen Art und Weise doch irgendwie zueinander hingezogen fühlen, nicht? Vielleicht liegt es halt auch an diese Geschlechterrollen von wegen hier mit, ich sag mal jetzt, weiß gar nicht, ist das jetzt eine Tunte? Ist das richtige Ausdruck? Ist das eine Beleidigung? Wenn ja, tut's mir leid. Halt Tunten und Butches. So. Ja, aber die Tunten sind ja ziemlich weiblich und die Butches sind doch zum größten Teil sehr männlich. Ob das dann vielleicht so dieser Gegensatz ist und dieser Geschlechterspiel, dass sie sich dann doch irgendwie zueinander auf einer komischen Art und Weise hingezogen fühlen. So, das ist meine Meinung dazu. Ja, was noch? Freitag, ja. Schönes Wochenende. Macht euch keine Sorgen, also für diejenigen, die sich da Nachrichten angeguckt haben, also was sie da wieder erzählen, also finde ich das schon wieder schrecklich. Ich war auch heute am Hauptbahnhof gewesen und heute Morgen, da kamen auch einige Polizisten mit Maschinengewehren entgegen, also war erst mal geguckt, so, ne, so. Ja gut, so ist das. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, macht was Schönes. Ganz schönes. Und lasst euch nicht ärgern, egal von wem oder was. Und ja, jetzt labere ich einfach nur Schwachsinn, merke ich gerade. Ja, ich habe geschlafen, das ist normal. Dann ist man so ein bisschen knautschig so. Ja, das war's von mir. Wenn ihr mögt, abonniert uns. Wenn wir bald die 1000 haben, kommt unsere Verlosung und noch ein paar andere Sachen. Freut euch drauf. Und wenn ihr wollt, Daumen hoch. Also, bis dann. Ciao.